Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der Folge zu 313. 313 sollte es, glaube ich, sein. Hier bei unserem Masters of the Universe Planet Eternia Projekt. Und Freunde, ja, eine neue Aufnahme-Season. Und es ist, soll ich es euch ins Ohr flüstern? Es ist wieder eine ganze Menge passiert, die ich euch unbedingt zeigen muss. Ja! Und aus diesem Grund, Freunde, heute machen wir eine Let's Show-Folge und die wird gigantisch. Es ist wirklich etwas Fundamentales passiert, was uns in diesem Projekt hier mindestens 4 Wochen, ja, vorauskatapultiert hat. Das ist verdammt gut. Kurzer Recap, was ist los gewesen letzte Zeit? Naja, wir haben Sumpf gesucht, ne? Haben wir Pech gehabt, haben wir nicht gefunden. Völlig verzweifelt, viel rumgeprappelt, viel Abenteuer erlebt, aber irgendwie sind wir nicht so richtig fündig geworden. Und ich habe gesagt, wenn ich Zeit habe, nehme ich die Welt mit rüber auf den USB-Stick und ich habe es getan. Und es ist einiges passiert, meine Lieben, es ist einiges passiert. Aber erstmal vorweg, ich möchte euch erstmal alle recht herzlich begrüßen, ne? Die typischen Verdächtigen, fühlt euch mal gegrüßt. Und natürlich auch das Feedback, was reinkam. Ich habe gesehen, ihr fandet wohl diese Abenteuerfolge im Waldanwesen richtig gut. Also das fandet da actionreich, fandet da souverän geklärt. Erstmal schön Dank an der Stelle. Hier geht der Gruß auch an den Bogenkrieger. Der hat nämlich reingeschrieben in die Kommentare, dass dort wohl noch ein Keller versteckt sein soll. Und ein anderer Kollege hat noch gesagt, es gibt noch andere Geheimräume, die wir alle gar nicht entdeckt haben. Also Secrets. Ja, da müssen wir wohl nochmal hin, ne? Um die da auch nochmal auseinanderzunehmen. Werden wir aber jetzt nicht heute machen, weil wie gesagt, heute erstmal Let's Show. Ich hoffe, ihr habt da Spaß mit dran, weil es gibt wirklich einiges zu erklären, einiges zu zeigen. Und dann werden wir auch heute die nächsten 2 großen Projekte starten. Das kann ich euch verraten. Das eine Projekt ist Wither-Schädel, also beziehungsweise diese Wither-Skelett-Schädel sammeln im Nether. Und das zweite ist Eisenfarm. Also es wird richtig cool, aber erstmal zeige ich euch die ganzen Sachen. Bäm, so. Also erstmal, was fällt uns auf? Ja, Kuchen ist so viel futtert, aber ich drehe mich mal hier um. Ihr seht schon, die ganzen Kisten sind verschwunden und das auf einmal. Oh, Sesam, öffne dich, da ist eine Tür aufgegangen. Was ist denn da passiert? Ja, Freunde, hier ist jetzt unser neues Lager. Ich fand das hier doof mit diesen Kisten hier. Das war alles so unübersichtlich, nichts beschriftet und so. Und da ist auch schon voll gewesen. Aus diesem Grund habe ich gesagt, komm, Man-at-Arms, seine Werkstatt, die kann durchaus ein bisschen größer sein. Hab einfach mal hier so wirklich eine Reihe mal so geguckt, wie weit wir nach hinten kommen. Irgendwo da hinten ist jetzt hier der Ausgang, da wo die Garage ist. Und aus dem Grund habe ich gesagt, komm, wir bauen jetzt hier erstmal so ein neues Lager hin. Und das habe ich das so gemacht, weil ich natürlich blöd, ne? Weil guck mal, ich kann hier keine Schilder setzen, das ist ein bisschen suboptimal. Ja, ist klar, wegen den halben Blöcken. Aber ich habe das so gelöst, ich habe jetzt hier Netherrack oben drauf geschrieben mit einem Pfeil und somit sieht man, okay, unser ganzer Netherrack, den wir da mitgebracht haben, viel zu viel eigentlich, aber gut, wir brauchen den ja auch noch, ist dann weg. Ne? Und dann ist dann hier sowas wie Basalt drin, habe ich mal getrennt zum Beispiel. Seelensand habe ich jetzt getrennt und Seelenerde habe ich getrennt. Ne? Ist sogar noch gut was übrig geblieben. So, und hier unten ist noch leer. Hier oben ist auch nochmal so ein Netherzeug drin, leider kann ich es nicht beschriften. Aber da können wir so alles, was Nether ist, so diese Wand, wissen wir Bescheid, ne? Und hier auch, Netherquarz habe ich jetzt extra gemacht, den Tuffstein habe ich extra gemacht, Karmesin habe ich alles reingepackt, was mit Karmesinwald zu tun hat, also auch die Pilze und so, ne? Also das und hier oben das gleiche für Wirr. Wirr haben wir noch nicht so viel, weil wir das Biom auch nur gestreift haben, deswegen ist es so wenig, müssen wir noch ein bisschen suchen, ne? Müssen wir sowieso machen, wenn wir, ja, Endermänner uns holen wollen. So, dann habe ich jetzt mal die ganze Erdegeschichte, ne? Habe ich hier so reingepackt. Hier oben jetzt die ganzen Grasblöcke drin, ne? So alles, was wir da bekommen haben, so, ne? Erde, sonstige ist jetzt hier drin, da gehört auch der Schlamm mit rein, weil da einfach noch nicht so viel da ist. Und das ganze Holz, Freunde, was wir vorher alles in einer Truhe hatten, ist jetzt komplett in dieser Truhe, in dieser ganzen Wand hier. Alles wieder so wie früher, ne? Hm, so wie auf Unlimited World. Setzlinge, nein, einmal der Drohholz, der Stamm, dann einmal die Planks, also die Bretter. Und hier unten dann normalerweise die Fichtennadeln, ne? Und hier haben wir dann halt die Birkenlaub, ne? Also das ganze Laubgedöns. Genau, also das heißt, wir haben eine Lagererweiterung vollzogen. Hier oben ist so die Gribbelgrabbelkiste so, das müssen wir noch irgendwie besser machen. Und hier ist halt noch so die Reste, ne? Das müssen wir auch nochmal machen. Später werden wir sicherlich nochmal ein richtiges, ordentliches Lagersystem machen. Das machen wir aber erst, wenn wir wirklich den Palast gebaut haben. Dann machen wir so ein richtiges, großes Lager automatisch. Das hier unten bei Man-at-Arms brauchen wir das nicht, ne? Das ist erstmal nur so Standard-Base. Oh, jetzt ist dunkel. Müssen wir ganz kurz mal schlafen gehen.
So, also das ist erstmal passiert und jetzt zeige ich euch natürlich, was noch passiert ist. So, und da gehen wir als allererstes, und ich versuche da mal nicht hinzugucken, nicht, dass ihr das schon seht. Ich gehe jetzt gleich mal in die Richtung. Ich will nicht, ich will euch da noch nicht anteasen, weil das muss ich euch auch so in Aktion zeigen. Und da ist ein Creeper, der will was von uns. Jetzt ist er explodiert. Er ist tatsächlich explodiert. Er hat hier wieder mal ordentlich hier Schaden hinterlassen. Na schön, Dank aber auch. Hat er uns den Weg kaputt gemacht? Ich hätte ihn doch mal lieber killen sollen, ne? Ist aber nicht so schlimm. Weg können wir uns neu gestalten. Das ist ratzefatze geklärt. Ja, mein Gott, das ist nicht weiter wild. Also das kriegen wir hin. So, oder mache ich hier einfach nochmal hin und hier den Weg ziehen. Das machen wir dann. Ist alles kein Problem. Gehört in Minecraft einfach dazu. So, mich würde mal interessieren, ob ihr das gehört habt, weil ich habe momentan, guten Morgen, Mudolok. Ich habe nämlich momentan so ein bisschen Probleme mit meinem Audio, und zwar mit dem Ingame-Sound. Da weiß ich nicht, woran es liegt. Also da bin ich noch so ein bisschen so am Überlegen, woran liegt es jetzt eigentlich genau. Kann ich nicht so sagen. Muss ich nochmal überprüfen, was da los ist. Auf jeden Fall gab es da Probleme mit dem Sound. Also ich hoffe mal, warte mal, ich gucke mal eben, ob jetzt hier vielleicht. Also okay, also. Mikro funktioniert auf jeden Fall. Das heißt, ihr solltet mich eigentlich hören, wenn ihr in-game. Na, wir werden mal gucken, ob der Creeper explodiert ist, weil das kriege ich irgendwie nicht angezeigt, was mich so ein bisschen so, ja, ärgert, wieso der In-game-Sound nicht da ist. So, gut, Freunde. Also, und zwar sind wir ja hier so stehen geblieben an diesem Problem. Wir gehen hier mal, was heißt Problem? Also erstmal hier oben haben wir so ein bisschen verschönert, ne, mit diesem, ja, Laub, mit diesem Laub hier von den Bäumen, ne? Und ihr seht schon, ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen rangedabatscht, so dass das alles so ein bisschen cooler noch aussieht. Ja, da oben so ein bisschen hellgrüner. Also ich habe versucht, so einen kleinen Farbverlauf reinzubekommen in der Textur. Und auch hier, ihr seht schon, ich bin hier so ein bisschen ein paar Blöcke rausgegangen. Da will ich nämlich noch so diese Lianen, diese grünen, hier so runterbaumeln lassen. Die müssen wir noch farmen. Hier habe ich jetzt erstmal nichts weiter gemacht. Ja, weil ich war dann doch eher beschäftigt, so, weil das wollte ich mit euch zusammenbauen. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache erstmal so diese Grundsachen fertig. Und das sehen wir jetzt auch hier wunderbar. Und zwar, ich gehe mal hier runter. Also einmal unseren Lavasee haben wir jetzt hier so schön eingekreist. Ne, das sieht so ganz cool, finde ich persönlich besser. Sieht aus wie so ein kleiner Vulkan. Ne, so eine Öffnung. So, und jetzt seht ihr schon, dieses Ganze, das sah ja aus wie so, ja, gewollt und nicht gekonnt, ne? Weil ich habe ja gesagt, dieses Rote hier, dieser Netherrack ist nur Fundament. Und jetzt seht ihr schon, ich habe hier angefangen mit unserem Basalt, den wir gefarmt haben, und mit Laub und mit hier ein bisschen diesen Grasblöcken und Gras obendrauf, mit Fichte, habe ich hier einfach mal so eine klein bisschen Terraforming betrieben, sodass es nicht so kantig aussieht, sondern viel natürlicher. Und genau das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich habe hier so ein kleines, ja, Biom geschaffen, will ich schon fast sagen. So eine Mischung aus Taiga und Nether. Und das ist irgendwie ganz spannend. Also ich finde die Farbe hier, finde ich ganz geil. Guck mal, das ist so ein leichter Violettton hier mit diesem Roten da. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und ja, das hat irgendwas. Also sieht nicht mehr so künstlich aus. Ich finde, es sieht einfach so natürlich aus. Ne? So Hordak halt. Ne? Und hier ist ein schöner Biomübergang vom Wasser hier so hoch. Also ich glaube so, egal von welcher Seite wir wieder gucken, es sieht irgendwie so, ja. Sieht irgendwie besonders aus. Ne? Guck mal, vor allem das finde ich auch schön hier, wenn du hier so rüber guckst. Sieht ganz cool aus. Irgendwie düster am Tag, aber so, weißt du, was ich meine? So, das hat so ein bisschen so, ja, so ein Lost Place-Charme, so ein bisschen auch, finde ich so. Ja, so, guck mal, hier so, ja, so, was sind das, so Steine oder so? Und dann ist dann überall schon so Laub, so wie ob das schon ewig nicht benutzt worden ist. Die Natur holt sich das so zurück, ne? Alles so ein bisschen felsiger. Also, auch gerade abends so, das sieht schon richtig spooky aus. Ja. Und hier genau das Gleiche, also, guck mal, also das sieht doch nicht mehr aus. Guck mal, das sieht aus so wie eine Einheit. Ja, das sieht so alles aus wie eine Einheit. Und genau das meinte ich damit nämlich. Und jetzt stellt euch mal vor, wir machen die Stelen noch bis hier rüberziehen. Ja, boah, Freunde, mal richtig geil, oder? So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von hier an. Also wir sehen schon, wir rücken immer näher zum Dschungel. So, und hier sehen wir schon auf der Seite genau das Gleiche, wieder ein paar Fichtenbäume gesetzt. Hier seht ihr schon, was passiert ist mit dem dicken Stamm da. Ich habe oben ein bisschen abgenommen, habe ich mich hochgesteckt, sodass es auch ein bisschen noch so, ja, spezieller aussieht. Und hier dann auch, ne? Also so habe ich halt mich immer vorangearbeitet. Allerdings, es hat wirklich, ja, also hat doch ein bisschen Zeit gekostet und vor allen Dingen auch Material. Also ich habe gestaunt, so, mein Gott, nee, also das Laub ging weg hier, der Basalt ging weg, ne? Fichte war auch wieder alle, musste ich auch neu holen gehen. Also da bin ich auch wieder so ein bisschen auf Wanderschaft gewesen. Und ja, das war so, puh,
Ja, also war ich auch gestaunt. Ja, aber so sieht ganz cool aus hier. Hier machen wir noch diese Slabs-Sensätzen, auch so als Abgrenzung, finde ich ganz gut. Ja, und das Wasser, das werden wir beleben. Da werden wir ein bisschen Seelensand reinmachen, dass es da so blubbern tut. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Und hier ist klar, ihr seht schon diese Kante da oben, die muss natürlich noch weg. Das heißt, da brauche ich neues Material. Das müssen wir dann farmen gehen und dann können wir auch da nochmal die Textur ein bisschen anpassen, sodass es halt natürlicher aussieht und nicht so abgehackt aussieht. Ne? Was passiert hier hinten? Hier hinten werden wir alles mit Netherrack machen. Das müssen wir austauschen hier. Und dann machen wir, Freunde, das ist richtig geil, das kann ich euch schon mal anteasen, das wird auch demnächst passieren. Werden wir, Freunde, hier an dieser Ecke hier, wir wollen ja den Dschungel nicht sehen. Und hier machen, kennt ihr den Film King Kong? Bei King Kong, da gab es doch so eine Mauer, also, oder bei Planet der Affen gab es das, glaube ich, auch. Da hatten, wieso ist das nicht gewachsen da? Guck mal, das ist noch gar nicht gewachsen hier. Und da wollte ich nämlich so eine richtig hohe Mauer machen, so aus Holz. Ja, so dass wir so Fichtenholz benutzen, aber nur die Stämme, wahrscheinlich entrindet, und dann Mauern. Und dann machen wir richtig hoch, so 4, 5, 6, 7 Blöcke hoch. Und dann hast du hier so eine richtige Mauer. Die Berliner wollen wieder eine Mauer haben, ja. Ost-Berlin. So, nee, dann machst du hier so eine Mauer hin, wisst ihr? Und dann sieht das richtig geil aus. Dann hast du so diesen District, aber mit einer Tür drin, dass du dann auch so zum Dschungel gehen kannst. Ne? So, dann fängt so der nächste District an. Also, wir haben uns extrem geil hier nach hinten ausgebreitet. Finde ich richtig cool. Guck mal da oben, wie nah das jetzt dran ist. Das haben wir vorher nie so nah gesehen. Ja, dieses Brennende da oben, da, diese Portalruine oder was das ist. Also, ich bin mega zufrieden. Also war eine frickelige Arbeit, hat wirklich eine ganze Weile gedauert, das hier irgendwie alles so anzupassen, anzugleichen. Ja, weil ich brauchte auch ständig neue Setzlinge, dann musste ich eine Schere wieder machen für den Laub, weil man staunt ja gar nicht, wie viel das ist, ne? Hier ist übrigens dann jetzt unser Eingang, auch den habe ich jetzt ein bisschen getarnt, finde ich so irgendwie ganz cool, weil jetzt haben wir hier so richtig schön hier so einen Durchgang, so schwupp, dann da rein, zack. Ja, und da sind wir hier drin. Keine Bange, Monsters spawnen hier nicht, weil hier können keine Monster spawnen. Warum nicht? Ganz einfach, weil hier. Na. So, jetzt seht ihr auch gleich was. Halbsteine sind. Also sieht auch cool aus, ne? So wie, das ist so Disco-Tanzfläche. Ist ein bisschen flach hier oben. Wenn wir später so ein bisschen Lichter noch haben, können wir die gerne hier reinsetzen. Wir haben ja extra dafür gesorgt, dass wir hier so einen Boden haben, ne? Ja, also schon. Hallo? Jetzt. So. Also haben wir ja dafür gesorgt. Oh, guck mal, das ist so geil, wenn du dann hier so rauskommst. Das ist schon nice, Freunde. Das ist schon nice, ne? Und hier genau schon. Also ihr seht schon die Hinterseite und die Seite hier. Die müssen wir noch machen. Der Rest ist tatsächlich soweit fertig, ja. Das heißt, wir können uns dann nach oben verkrümeln und dann die Burg von oben machen. Also die Fright Zone, ne? Die machen wir dann von oben. So, Freunde, das war das eine, was ich euch zeigen wollte. Das ist so, also hat einen ziemlich großen Teil eingenommen, wo ich jetzt immer am Wochenende ein bisschen was gemacht habe. Ja, und ist ja ein bisschen Zeit wieder vergangen. Konnte ich also das Wochenende gut ausnutzen, um hier so ein bisschen, ja, was zu zeigen, anzufertigen. Aber Freunde, das ist noch lange nicht alles. Das ist noch lange nicht alles. So, und nun gehen wir mal woanders hin. Da will ich euch jetzt auch noch mal was zeigen. So, weil es hat sich was ergeben, Freunde. Und zwar, ich kann ja schon mal in der Zeit, wo wir da hinlaufen, komme ich da eigentlich so rüber? Ja, müssten wir. Ich kann ja auch außenrum gehen, aber das müsste eigentlich so passen. Und zwar, ihr könnt euch daran erinnern, Thema letzte Aufnahme, Season Sumpf suchen. So, ihr erinnert euch. So, das hat nicht geklappt. Das habe ich ja gesagt, so pass mal auf, ich muss mich mal darum kümmern, um einen Sumpf. Wie da steht ein Schild. Warum steht hier ein Schild? Ach so, der Fluss hier, müsst ihr auch den Fluss bauen. Oh Gott, das wird auch noch so ein Projekt. Nee, und da habe ich euch ja gesagt, so, naja, pass mal auf, es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, dass man, ja, dass man sich eine Farm baut, ne? Also eine Slime-Farm. So, und ich habe gesagt, kann ja nicht so ein Teufelswerk sein. Also ich bin ja wirklich jetzt nicht der Experte, was so Fallen und Farmen angeht. Aber mit einem Tutorial kann ich mich da bestimmt so ein bisschen rumwuseln. Ich meine, nach so lange Minecraft, nach 10 Jahren Minecraft und länger, müsste ich ja so die Skills so ein bisschen wenigstens drauf haben. Wo ich gesagt, gut, machen wir. Das Problem ist nur, du brauchst immer extrem viel Eisen für sowas, wegen Trichter auch und so. Und nun kommt's, Freunde, ich habe gesagt, wir bauen eine Eisenfarm. So, dann habe ich mir mal überlegt, gut, ich baue mir meine Eisenfarm und ich bin ja so, ihr wisst ja, so einfach wie es geht, ist ja so meine Devise immer.
Und ihr seht schon, was da passiert ist. Wir haben da wieder Villager ein bisschen erzeugt. Ja, die haben mal ein bisschen geparrt und deswegen ist jetzt hier so ein langer Dirt-Tunnel, ja, den man hier auch. Oh, jetzt nicht da reinfallen. So ein Dirt-Tunnel. So, und ihr seht schon. Hier, Konstruktion, Freunde. La Konstruktioni. Also erstmal hier, was ist denn da los? Ihr könnt euch schon ahnen, was das ist, ne? Okay, Golem, ja. Also Eisenerzeugnis, das wird da reingetrieben, Trichter, okay. So, das heißt hier, Villager, ja, die kommen hier rein. Die wollen jetzt natürlich ins Bett gehen. Natürlich haben wir es wieder. Habe ich ein Bett bei? Nee, natürlich nicht. Also müssen wir mal ganz schnell hier reingehen. Ansonsten haben wir ja gleich wieder Monster und das will ich nicht. Deswegen gehen wir mal ganz kurz hier rein. Da ist ein Bett drin. So, muss ich hier mal kurz aufmachen. So, der Golem, der wird da nicht abhauen. Ich gehe mal kurz schlafen und dann können wir uns das gleich mal genauer angucken. Ja, Freunde, das war nämlich gar nicht einfach. Das hat nämlich wirklich mal wieder wirklich extrem lange gedauert. Also ich habe hier hinten diese Villager genommen, also nicht die von oben, sondern die von unten. Habe ich hier alles zugebaut, alles mit Erde zugebaut. Ihr seht, es sind noch zwei hier da. Den dritten, der ist mir abhanden gekommen. Und dann habe ich hier wirklich die komplett gepaart. Und das dauert ja auch immer eine Weile, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr undankbare Arbeit mit diesen Villagern. Ja, es gibt ja auch so eine Breeder, also hier so eine Station, so dass du die da paaren kannst und so vermehren kannst. Ja, alles gedöns, alles zu aufwendig. Das ist alles nicht auf die Stelle mal in 2 Minuten erledigt. Und ihr wisst, ich bin immer schnell. Ich bin immer schnell. Wenn ich was bauen will, dann muss das da sein. Das muss einfach so sein, so, ja, das muss da sein. Ja, da habe ich jetzt gesagt, gut, dann machen wir das hier. Ist ja nicht so schlimm. Machen wir dann ja halt Paaren. So, da hast du da so, wie viel brauchst du? Naja, 3 brauchst du auf jeden Fall. So, dann habe ich dann die 3 hier erstmal reingelotst hier in diese Ding. Und ich mache das mal kurz auf, so dass ihr das seht. Und ihr seht schon, was da passiert ist. Da sind unsere Villager. Da unten sind sie drin, da sind nämlich die Betten. So, und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das da unten aussieht. So, jetzt hast du hier nämlich, zack, hier unten so, da kannst du dann nämlich so eigentlich... Nee, Quatsch, Entschuldigung, hier ist nämlich die... Hä? Achso, Quatsch, Moment. Hier unten ist der Loot drin. Okay, hat sogar geklappt, da ist sogar... Guck eine an, hat sogar funktioniert. Da ist nämlich Eisen drin. Ein bisschen Fleisch, das heißt, Zombies sind auch reingekommen und ja, okay. So, und wie geht das jetzt? Kann ich euch zeigen, Freunde. Und zwar, jetzt müssen wir hier nach oben gehen. Und zwar, und das war das Problem, was ich hatte, ich Trottel, hatte nämlich kein Nametag dabei. So, wofür brauche ich denn einen Nametag? Ja, das kann ich euch zeigen. So, jetzt gehen wir hier mal runter. Und zwar, die Konstruktion ist eigentlich recht simpel. Und zwar, ihr seht, da sind die Villager, die können nicht raus. Hier sind Halbsteine und, genau, sind alle 3 noch da. Und der Zombie, hier war nämlich ein Zombie drin, aber ich hatte dummerweise kein Nametag dabei. Der saß da fröhlich drin, ich habe mich schon gefreut, so, ja, geil, einfache Farm, kein Problem. Das war aber wirklich nicht ganz einfach. Und ihr wundert euch wahrscheinlich auch, warum ich nur noch 7 Levelpunkte habe von 40. Ja, ich bin gestorben, Freunde. Und zwar hatte mich dann der Zombie so ein bisschen in den Mangel genommen, in eine Zange genommen und somit bin ich gestorben. Das war natürlich mal wieder richtig scheiße. Aber dann ist es mir nach einer halben Stunde geglückt, hier endlich diesen bescheuerten Zombie da reinzubekommen. Und ich freue mich so und dann gehe ich halt weg, ne, baue da drüben an unserer Freight Zone weiter. Ich komme so wieder. Und dann ist der Zombie nicht mehr da. Und dann fällt mir so ein, ach Mensch, ich hätte ja Nametag gebraucht. Ich Nametag gesucht, natürlich wieder keinen gefunden. Halt gesagt, so, nee, komm jetzt, scheiße, ist mir egal jetzt hier. Ist mir egal, ist mir alt egal. So, und aus dem Grund hat sich das Thema dann erledigt. Da war ich dann halt sauer. Hab allerdings dit Eisen, was ich hier gefarmt hatte und da drüben aus der Höhle, hat ausgereicht, um etwas zu bauen, Freunde. Und nun kommt der erste große Farmerfolg, der Farmenerfolg, den ich euch jetzt zeige. Und ich sag euch eins, Schleime haben sich jetzt erledigt. Und zwar hundertprozentig. Und es ist so einfach, diese Farm. Also geil, sage ich nur, geil. Die kannst du aus dem Kopf bauen. Und du brauchst nichts. Du brauchst gar nichts. Nix. Du brauchst einfach nur eine Spitzhacke und ein paar Trichter. Also ein bisschen Eisen brauchst du. Mehr brauchst du nicht. Zeige ich euch. Und da gehen wir jetzt nämlich hin. Und zwar, wir haben jetzt vom Design her noch nicht fertig. Das sage ich gleich. Also bitte jetzt nicht meckern. Schon vorher, die sieht ja scheiße aus. Nee, vom Design müssen wir natürlich noch was machen. Ich habe auch wirklich eine richtig geile Idee. Aber erstmal geht es mir ja um die Schleimblöcke. Und da gucken wir jetzt mal. Und ich schaue mal in die Richtung, ob der Chunk schon geladen ist. Na, kann man es erkennen? Ja, man kann es schon erkennen da oben. Seht ihr das, was da hinten ist? Da am Horizont? Könnt ihr das erkennen? Ich gehe mal noch dicht daran, ne? So, das gucken wir uns jetzt nämlich mal an. So, jetzt, da gucken wir, jetzt kann man es erkennen. Wow, was ist das für ein Turm? Ja, Freunde. Ich freue mich mal riesig, weil es, guck mal, wow, krass, voll der fette Turm da gebaut.
Sieht schlimmer und komplizierter aus, ist aber nicht kompliziert, Freunde. Das ist wirklich so, so easy peasy, diese Farm. Und die ist so geil, die funktioniert so gut. Das ist wirklich richtig cool. So, jetzt gehen wir mal kurz dahin. Zeige ich euch natürlich, wie sie funktioniert. Na, das wäre ja wohl ein Ding, wenn ich euch das nicht zeigen würde. Das wollt ihr ja sicherlich sehen. So, Freunde, jetzt gehen wir mal hier runter. Ja, jetzt kann man schon ein bisschen besser erkennen. Oh, was ist denn das da? Was ist denn das für eine Konstruktion? Ja, die sieht geil aus, Freunde. Das wird richtig cool. Und zwar inspiriert von Unlimited World, vom Halloween-Event. Ihr erinnert euch, es gab einen Plot mit so einem Elektrizitätswerk. Ja, das war, oder irgendwie sowas mit Elektrizität. Und genau sowas möchte ich auch bauen. Und zwar, wie funktioniert das Ganze? Ja, also zunächst erstmal hier oben ist die AFK-Station. Das heißt also, diese Funktion hier von diesem Ding ist ausgemessen direkt, so dass du AFK stehen kannst, so dass du hier wirklich so eine, weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde stehen kannst, bis du wirklich ein paar Stecken von dem